Guten Tag und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Im letzten Part haben wir den Wald von Hyrule abgeschlossen, beziehungsweise den Wald der Crocs. Und jetzt sind hier eine Menge Aufgaben erschienen, die wir natürlich direkt so gut es geht abschließen wollen. Wir beginnen einfach mal hier mit etwas aus einer anderen Welt, Maronus Herzen plus 1. Boah, die Stimme ist so schlimm. Okay, so. Dann, also die Stimme geht immer noch nicht. Maronus, längerer Komboangriff. Machen wir auch direkt? Zack. Ja. Sei ruhig. Dann hier ein Krogsamen für einen weiteren, ja, Slot im Waffeninventar. Nice. Okay. Und, okay, da ist ein weiterer erschienen. Können wir es unendlich machen, oder wie? Du kannst einen Apfel mehr tragen. Ah, hier. Das sind die Dinger, womit man sich im Kampf fallen kann, ne? Ja, okay, dann machen wir das auf jeden Fall auch direkt. Nice. Und das hier, da brauchen wir noch was. Aber was? Bockblin-Urkunde. Okay. Was zum Teufel? Warum haben wir nur so wenige? Naja, was auch immer. Oh, die können hier überall bekommen werden. Okay, Bockblin ist jetzt auch so der häufigste Gegner. Auch Bockblin? Ja, auch Bockblin-Urkunde. Okay. Dann auch eine Bockblin-Urkunde, oder was? Ja, tatsächlich. Holy shit. Okay, also ich glaube, da werde ich nochmal Offcam farmen müssen. Das werde ich jetzt nicht alles, on-cam machen. Hier andauernd die Mission wiederholen. Habe ich keinen Bock drauf. Also machen wir einfach erstmal die Dinger fertig, die wir fertig bekommen können. Prima, gut gemacht. Jo, danke. Und machen dann weiter mit der Mission. Ach so. Was? Wir können Waffen entrosten. Das fällt mir gerade ein, wie sick das eigentlich ist, weil hier, Mipha hatte doch eine verrostete Hellebarde. Genau. Wähle, was? Okay, wähle das Material. Okay. Wir brauchen immer nur von der jeweiligen Sorte etwas. Schätze ich jetzt einfach mal. Und ich denke, da benutzen wir einfach hier die Bockblinhauer. Davon haben wir genug. Und sollten wir auch easy wieder reinbekommen. Und dann Urkunden. Exalfos Urkunden nehmen wir da einfach mal. Ja, alle. So. Bestätigen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Eine Sora-Lanze. Mit der Stärke 33. Ist das gut? Wir schauen jetzt einfach mal. Kombinieren. Ja. Ja, doch. Also, ich muss schon sagen, die ist krass. Also, lohnen tut sich das auf jeden Fall alle Male. Schaden durch Gegner um 4% reduziert. Gut, machen wir jetzt einfach mal, weil wir die Dinger da haben. Und das hat einen echt guten Boost bekommen. Ja, nice. Hier, Zelda sollten wir auf jeden Fall auch nochmal machen, weil die war mir echt viel zu schwach im letzten Kampf. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir auch hier alle direkt reinhauen. Warum nicht? So, kombinieren. Und jawohl. Nice. Und die anderen, obwohl, hier bei Maronus vielleicht nochmal. EP beim Kombinieren. Ja, gut, dann sollten wir vielleicht
Ja, nee, dann rüste ich das einfach hinterher um und dann machen wir es beim anderen Mal. Habe ich jetzt keinen Bock darauf, das umzurüsten und dann nochmal da reinzugehen. Also, was gibt's denn hier noch? Hier, das können wir. Was kriegen wir? Ich platze vor Energie. Daruk, längerer Kombo-Angriff. Nice. Bisschen reinhauen hier. Ich habe ein bisschen zu viel. Ich habe mir jetzt ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Da fehlen uns schon wieder Bocklin-Urkunden anscheinend. Und da auch. Da auch, da auch. Boah, das kann's doch nicht sein. Naja, dann machen wir jetzt erstmal hier die dröhnende Schritteaufgabe. Und holen ein paar Bocklin-Urkunden nach. Ich glaube, es sind tatsächlich echt nur viele Aufgaben dazugekommen und gar nicht mal so viele Sidequests oder Trainingseinheiten. Also denke ich, machen wir einfach die Trainingseinheiten alle zu Ende und machen dann erst mit der Story weiter. Kombinierst du Waffen und verstärkst sie bis zu ihrer maximalen Kapazität, können bisher verborgene Siegel sichtbar werden. Okay. Da bin ich aber mal gespannt, wo genau die Maximalstufe liegt. An bestimmten Orten verstecken sich bisweilen Waldgeister namens Krog. Wenn man viele davon findet, passiert vielleicht was Gutes. Ja. Wir können dann mit diesen Krog-Samen... und die Missionen abschließen und besiege die Truppen des Hinox. Okay, ich habe vorgelesen, besiege die Hinox und dachte mir so, ja gut, dann kann ich hier ja von denen ablassen. Ach, scheiße. Und mich um die Hinox kümmern, aber nein. Wir müssen die Truppen des Hinox besiegen. Hallo. Oh. Oh, ich habe sogar das Richtige gedrückt. Ich habe sogar das Richtige direkt gedrückt. Sick. Also mittlerweile sitzen die Module. Und das würde ich mir auch gerne von den... wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Hier von den... von diesen schnellen Angriffen wünschen. Also, dass das Ausweichen klappt. Ich weiß gerade nicht, wie dieser Müll heißt. Okay, wir müssen die Truppen des Hinox trotzdem besiegen anscheinend. Da hinten. Müssen wir jetzt den Hinox down bekommen oder was? Oder müssen wir hier trotzdem weiter die Viecher besiegen? Nee, 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 nee. Okay, okay, wir müssen tatsächlich den Hinox wegmachen. Also zünden wir mal die Spezialattacke. Und geben ihm richtig aufs Maul. Komm schon. Ich denke, wir benutzen mal die Bomben. Ja, okay, 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 okay. War gut, war gut, war gut. Hier, Attackenhagel. Genau, so ist das. Ich wünschte mir auch, dass der Attackenhagel mal sitzen würde. Und nicht nur die Module. Aber ich glaube, da kann ich noch lange warten. Wir benutzen nochmal die Bomben. Oh, scheiße. Wir hätten hier... Oh, da ist er, der Attackenhagel. Alles klar. Wir hätten hier das Magnetmodul benutzen müssen. Habe ich jetzt leider nicht gemacht, weil ich dachte, die Bomben sind echt eine ganz gute Entscheidung. Ah, ja, Stasis. Okay, und jetzt müssten wir ihn haben. Jawohl. Komm, jetzt noch diesen Balken da weg und dann haben wir ihn. Nice. Das war's doch nicht? Okay.
Alles klar. Dann lass uns mal... Dann lass uns mal los. Bisschen beeilen hier. Hä? Oh. Okay. Okay, okay, okay. Zweimal angreifen, zweimal angreifen. Nein, 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 nein. Was machst du, Link? Entspann dich doch mal. Was können wir hier machen? Wir können auf jeden Fall das Elektro-Ding einsetzen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Aber war ganz okay, schätze ich. Das wollte ich machen. Und das ist auch extrem effektiv. Können wir beide finishen? Also können wir. Und es wurden sogar beide mit einem Hieb down gemacht. Nice. Das war sick. Freut mich. Mittlerweile sitzt auch der Attackenhagel. Zweimal hintereinander. Let's go. Nochmal. Da habe ich richtig aufs Maul bekommen, aber er hat sich auch einfach auf mich draufgeworfen. Da konnte man nicht wirklich viel machen. Komm, mach halt was. Ja, okay. Da sollte man anscheinend echt einfach nur weggehen. Ja, okay, okay, okay. Können wir jetzt nochmal mit den Bomben was machen? Ah, logisch. Oh! Er hat sich echt gut dahin gelegt. Können wir... Ja, theoretisch könnten wir. Aber nur von hinten, schätze ich mal. Und wir brauchen zwei Schmetterangriffe. Alles klar. Aber es ist hier das letzte... Das müsste das letzte... Die letzte Aufgabe sein, richtig? Oh, das hat richtig Damage gemacht. Holy shit. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch den Stein da getroffen. Den er am Rücken hat. Besiege die Truppen des Leuen. Komm, mach hinne. Ich will ihn nicht rumhampeln. Einen Topas haben wir bekommen. Okay, nice. Okay, 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 okay. Immer die großen Viecher. Die ganzen Bocklins, um die brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ach, scheiße. Irgendwie klappt der Attackenhagel bei den normalen Monstern noch nicht so wirklich. Aber ich frag mich, warum? Ich weich doch einfach... Ich weich doch echt gut aus, oder nicht? Oder vertue ich mich da? Ist das echt so scheiße? Na komm, jetzt spack ihn nicht rum, Link. Obwohl, war gar nicht so scheiße eigentlich. Ah. So. Ach, Scheißdreck. Zu spät. Aber jetzt können wir zuschlagen... Und machen ihm richtig fett Damage. Oh mein Gott. Wir haben tatsächlich auch den Schwatten richtig eine mitgegeben. Was? Blauer Moblin? Nee, 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 nee. Der ist schwarz. Oder lila, aber der ist doch nicht blau. Aber jetzt habe ich auch endlich mal den Attackenhagel durchbekommen. Und werfe ihm jetzt ein paar Bomben ins Maul. Und dann dürfen wir ihn auch... gleich schon down haben. Ach, Scheißdreck. Oh, was? Nein! Ich war auf der richtigen Taste. Oh, ich war doch auf der richtigen Taste. Das ist jetzt scheiße. Weil es fühlt sich jetzt auch schon wieder so richtig unverdient an, wenn wir von diesem komischen Checkpoint aus weitermachen. Ach man, ey, das kann es nicht sein. Ja, das ist lame. Das ist lame. Aber ich spiele das auch echt scheiße. Es kann doch nicht sein, dass ich...
Das kann doch nicht sein, dass das so ungenau mit dem Attackenhagel ist. Ich muss irgendwas falsch machen. Nur ich weiß nicht was. Ja, okay. Warum hat er jetzt nicht angegriffen? Na. So, ein Dreckscan. So, jetzt greif aber bitte vernünftig an, Link. Greif doch vernünftig an! Okay, immerhin haben wir ihn down. Das ist schon mal nice. Und jetzt zum nächsten. Komm, nicht viel Zeit verschwenden. Wir haben da jetzt schon wieder über eine Minute an dem verschwendet. Und wir haben nur 4 Minuten für die 4 Gegner. Also pro Gegner eigentlich 1 Minute. Ja, okay, das war jetzt aber sick. Das wäre jetzt richtig sick. Jawohl. Jetzt aber. Jetzt habe ich es hinbekommen. Na, das wollte ich eigentlich nicht drücken. Ich wollte... Ah, ja, obwohl, wenn die beiden nebeneinander stehen, dann können wir eigentlich mal die Spezialattacke zünden. Hä? Und warum hat er jetzt nicht... Warum hat er die jetzt nicht abbekommen? Jawoll, jetzt aber nochmal 2-mal hintereinander Attackenhagel. Let's go! Ja, was auch immer. Ich weiß nicht, warum die Eisattacke jetzt hinter ihm geflogen ist, aber ich wollte sie logischerweise auf ihn machen. Und nicht hinter oder neben ihm. Scheiße. So. Ah, Müll. Da hätte ich, glaube ich, nach vorne springen müssen. Ich wollte aber zur Seite ausweichen. Ah, nee. Das lassen wir schön sein. Und wir haben ihm jetzt richtig eine mitgegeben. Holy shit. Na, ich wollte doch nach vorne. Und ich glaube, wir kriegen ihn nicht down, ne? Wir brauchen jetzt einen Attackenhagel. Oh, oder sowas. Das ist echt eine gute Position anscheinend. Hier können wir diesen komischen Wandsprung farmen. Jawohl. Das war aber nicht so geil, weil wir gerade die Bombe hätten einsetzen können. Holy shit. Komm. Jetzt müssen wir ihn machen. Jetzt müssen wir ihn machen. Wir haben sogar nochmal eine Spezialattacke bekommen. Und wir machen Stasis. Und jetzt der Schmetterangriff. Reicht das? Das reicht nicht? Was zum Teufel? Als ob das nicht reicht. Als ob das nicht reicht. Wie soll man den denn down bekommen? Link, jetzt hör auf rumzuspacken da an dieser Scheißwand. Ja. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich habe echt viel zu viel Zeit mit den anderen Typen hier verbracht. Und hier muss alles sitzen. Hallo? Ach so, wir haben ja gerade ein Modul benutzt. Oh, ich wollte Stasis benutzen. Aber wir sind echt gut ausgewichen. Es war kein Attackenhagel, aber trotzdem echt gut ausgewichen. Jawohl. Jetzt habe ich es raus. Zack. Unter 40 Sekunden sogar. Und zum nächsten. Der ist hier.
Du Arsch! Hier fällt nicht deine Verbündeten, das macht man nicht. Komm. Wir holen uns den Feuermoblin hier ran. Frieren die ein. Und machen die jetzt mit der Spezialattacke weg. Und geben ihm nochmal Stasis mit. Wir haben ihn doch fast. Jawohl, jetzt aber. Oh, was? Ich dachte nicht, dass ich dem ausgewichen bin. Oh, oh, oh. Was zum Teufel? Nein, 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 nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Okay. Den haben wir schon mal weg. Okay, okay, okay. Kriegen wir, kriegen wir. Jetzt Stasis. Und jetzt können wir nochmal richtig reinballern. Jawohl. Ja, Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Wir sind aber dieses Mal richtig gut dabei. Nicht so wie beim letzten Mal, wo wir einfach quasi keine Chance mehr hatten. Und jetzt, ja, gut ausgewichen. Aber gilt leider nicht als Attackenhagel. Dennoch. Wir haben einen heftigen Angriff. Und weichen nochmal extrem gut aus. Eis. Und nochmal draufhauen. Jawoll. Jawoll. Ja, 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 ja. Das hat echt gut Damage gemacht. Wir holen uns hier nochmal an den kleinen Viechern eine Spezialattacke. Aber die setzen wir erst gleich ein. Jetzt noch nicht. Hör doch auf. Was zum Teufel? Wir standen voll da drin. Aber naja, egal, egal. Wir kriegen ihn. Komm, stirb. Jawohl. Schmetterangriff. Ja, ja, nee, er war nicht gut verwundbar. Können wir ja was machen. Mit dem Feuerstab. Jawohl! Ja, und jetzt mit dem Schmetterangriff hier. Mit dem starken Angriff, meine ich. Mit der Spezialattacke. Ja, let's go. Und jetzt nochmal hier ein Stasis hinterher. Und dann bist du down, du Arschloch. Hallo, stirb. Okay. Nice. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so ein Geschwitze wird in der Mission. Aber ich hoffe, dass wir wenigstens jetzt ein paar Bockblin-Urkunden bekommen haben. 336, das sieht gut aus. Damit müssten wir zwei der vier, fünf, keine Ahnung, Missionen abschließen können. Komm, es gibt so Karte. Und da unten ist noch eine Aufgabe erschienen. Okay, ja, nee, machen wir aber nicht. Was ist hier? Pyromagus-Urkunde, okay. Können wir direkt abschließen, also machen wir das. Obosa, Herzen plus 1. Brauchen wir es überhaupt? Aber ich meine, es gibt auch eine coole Hose, also. Ist auf jeden Fall nice to have. Und das können wir machen. Längerer Kombo-Angriff. Einhänder. Einhänder? Gilt das jetzt nur für Einhänder? Weil da steht ja generell Kombo-Angriff. Hm, keine Ahnung. Oh, das hier kostet 1500 Rubine. Aber wir haben auf jeden Fall einen richtig fetten Stack noch dabei.
und kriegen einen krasseren, starken Angriff. Hier drüben ist noch was erschienen. Was ist das? Leunenurkunden. Okay, alles klar. 3 Stück. Wir haben 3. Die müssen wir auch direkt dafür benutzen. Folgeangriff nach einem starken Angriff wird verstärkt. Okay. Das muss dann aber richtig reinböllern. Da geht noch mehr. Ja, gehe ich von aus, dass da noch mehr geht. Und wir brauchen 111 Bocklin-Urkunden. Ja, aber gut, war schon mal nice. Und wir sollten Zelda auf jeden Fall erhöhen. Stufe 25 ballern wir sie einfach mal hoch. Und Link geht nicht mehr. Wir machen einfach mal alle auf Stufe 25, denke ich mal. Na, obwohl... Haben wir überhaupt so viele Rubine? Daruk. Revali. Ja, gerade so. Aber dann haben wir auch nichts mehr übrig. Oh mein Gott, einfach alles weggeböllert. Naja, aber jetzt sind zumindest alle richtig schön High-Level. Hauptgegner? Was? Maronus-Training, okay. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum da Impa als Gegner ist. Aber okay, das klärt's. Ist einfach nur ein Training. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal noch ein, zwei Trainingseinheiten. Ich weiß noch nicht. Mal schauen, wie lange die gehen. Und dann machen wir hier mit der Story weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.